Hallo, liebe Heimkino-Fans. Wie ihr wisst, machen wir ja bei Beamer24 auch eigene Beamer-Halterungen und dafür brauchen wir natürlich auch spezielle Adaptionen. Und die machen wir hier bei uns im Haus mit 3D-CAD und dann wird es später dann auch gefräst. Ich will euch jetzt mal zeigen, was da von unserer Seite her zu tun ist. Also ich bin jetzt hier gerade im CAD-Programm und bin jetzt hier als erstes zeichne ich hier die Aufnahme, wie das dann später an die Halterung kommt. Und dann schaut jetzt einfach mal zu, was ich da alles so mache. Ja, dann ist jetzt hier zum Beispiel die Aufnahme ist symmetrisch. Wenn das Ganze jetzt alles hier soweit stimmt, dann kann ich das auch spiegeln. So, ich stelle jetzt erstmal hier diese logischen Symbole, die stelle ich jetzt erstmal ab. Die sind jetzt hier ein bisschen störend. Und ja, jetzt, damit man die Platte drehen kann später, breite ich die jetzt auf alle Eventualitäten vor. Und dazu spiegel ich jetzt, das ist jetzt die eigentliche Aufnahme, was du jetzt hier siehst. Die spiegel ich jetzt mal noch auf 180 Grad. So, und da brauche ich hier eine Achse, über die ich hier spiegeln kann. So, die ist hier 45 Grad. So, jetzt kann ich das Ganze spiegeln. So, über die neu angelegte Achse. So, und jetzt habe ich im Prinzip, ist das eigentlich schon meine Aufnahme. Natürlich so gemeint. So, und dann, wenn ich das jetzt mal hier so anwähle, sieht man schon hier die Platte, die hat jetzt also hier 400 x 200 mm. Ja, 40 mal 20 Zentimeter und ich habe jetzt hier meine Aufnahme. Und was ich natürlich jetzt hier noch brauche, das ist die eigentliche Befestigung für den Projektor. Und da habe ich hier einen Epson EBL 630. Und wenn ich hier auf die Zeichnung gucke, habe ich hier ein Lochbild von 322 mal 180. Von M4 gehe ich jetzt mal davon aus, steht jetzt leider wieder einmal nicht hier auf der Zeichnung. Aber gehen wir mal davon aus, es wird also kein M6 sein. M6, das ist üblicherweise nur bei den ganz großen Projektoren der Fall. Gehen wir jetzt mal von M4 aus, also da reicht eine Bohrung von maximal 4,3, 4,5 mm Durchmesser. Und die bringe ich mir jetzt hier, werde ich die jetzt einfach hier vorsehen und dafür mache ich mir jetzt hier einfach einmal eine Bohrung, die ich dann wieder im Prinzip genau in diesem Rasterformat spiegeln kann. So, dann bemaße ich mir das Ganze jetzt einmal auf, wir haben ja gesagt 4,3, damit dann M4 Schrauben hier durchpassen, also die reichen, also eigentlich würde da schon 4 mm reichen. So, und jetzt gehe ich her und mache dieses Raster von 180, 322. So, und jetzt kann ich im Prinzip die Platte eigentlich auch viel zu groß. Die mache ich dann, die passe ich noch an. Und jetzt spiegele ich mir jetzt erstmal die tatsächliche Situation. Und die wäre dann hier in dem Fall einmal so. Und dann über die andere Achse
wäre das dann diese Achse. So, und jetzt haben wir diese Bohrung hier schon drin. Und ja, wie man das jetzt sieht, und ich kann jetzt auch, da ich das alles symmetrisch anlege, kann ich jetzt einfach anhand von diesem Modell das ganz einfach anpassen. Sagen wir jetzt mal, es wären 340. Ja, so stimmt es jetzt letztendlich. Und ich verrunde jetzt noch die Ecken, weil das will ja keiner haben, dass die Ecken spitzkantig sind. Deshalb werden die jetzt einfach noch verrundet vor dem Fräsen. Ja, dann sollte man auch hier mal einen Radius 3 wählen. Dann sieht es eigentlich auch schon fürs Auge gut aus. Und schon fertig ist die Das Platte. ist unser Know-how. Wir arbeiten mit Passion. Laser und Scanner, alles wird skizziert. Ein neues Bild entsteht, wenn sich der Pixel verliert. Computer führen uns keinen Schritt zu weit. In 3D, ich kann es sehen, komm, wir sind bereit. Deine Wünsche werden Wirklichkeit, keine Illusion, keine Grenzen digital in dieser Dimension. Komm und erlebe die Reality in Wirklichkeit. Die Zukunft ist jetzt in meiner Hand, sei mein Freund. Leichte Konstruktion bleibt keine Illusion. Die Realität ist so nah, komm und gib mir den Job in Reality. Digitale Welt, schenken dir die Vision. Das ist unser Know-how, wir arbeiten mit Passion. Deine Wünsche werden Wirklichkeit, keine Illusion. Keine Illusion, keine Grenzen digital in dieser Dimension. Komm und erlebe die Reality in Wirklichkeit. Wirklichkeit. Das ist unser Know-how.